Hallo und willkommen zurück zu The Long Dark. Ich beginne den Part mit einer Entschuldigung, denn ich hatte keinen Bug. das wusste ich nur leider nicht. Ich habe wohl irgendwie aus Versehen, keine Ahnung, muss irgendwie gegen mein Headset gekommen sein. Hier sind halt noch so ein paar Knöpfe und da habe ich irgendwas umgestellt. Ich weiß auch nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich das gemacht habe, ehrlich gesagt, aber naja. Irgendwie muss es ja passiert sein. Ist ja auch nicht weiter schlimm. Es funktioniert auf jeden Fall alles. Und das ist die Hauptsache. Und dann kann es jetzt auch weitergehen. Ich würde sagen, wir gehen hier über den Baumstamm. Der hier war. Ich sie schon wieder, ne? Naja, was soll ich machen? Also groß ist die Karte hier aber nicht, also von daher. Sollte das eigentlich passen, hoffe ich. Ich muss mal eben, ich habe jetzt so viel rumgeschraubt. So, okay. Ich habe erst schon gedacht, mein Headset ist kaputt, weil es sowieso manchmal schon so, also so, naja, so leichte Matten hat. Aber es ist alles gut. Gott sei Dank. Kann ich rennen? Mich nicht hoch. Wunderbar. Da sind wir auch schon angekommen. Und dann nichts wie hin zur Werkstatt, damit ich mich da ausruhen kann. Ich glaube, rein theoretisch könnten wir auch einfach hier durchlaufen, aber nee. Das machen wir jetzt nicht. Oh, ich glaube, das ist auch noch ein ganz schönes Stück. Ich bin ja echt mal gespannt, so für die Zukunft, was man sich noch so für dieses Spiel einfallen lässt. Es wird ja schon immer recht viel an diesem Spiel gearbeitet. Also es kommt zumindest ständig irgendetwas Neues. Entweder für die Story oder für den Survival. Irgendwann ist natürlich Schluss, das ist klar. Leider. Naja. So. Naja, hier will ich jetzt eigentlich nicht reinlaufen. Wobei das eigentlich auch ganz interessant wäre. Aber ich vermute mal, wir kommen dann da einfach. Bei der Werkstatt raus oder nicht? Ich weiß es nicht. Sie ist zu müde. Geht es auch noch lang. Ach du meine Güte.
müssen hier runter. Okay. Boah, echt, ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Ich kann mich auch an den hier gar nicht erinnern. Doch, jetzt, was da steht. Wenigstens das. Ich komme hier nicht weiter, ne? Ey, ich nehme auch eine Höhle, aber gib mir doch mal bitte hier irgendwas, wo ich pennen kann. Ach, hier kommt man durch, okay. So, jetzt müssten wir aber gleich da ankommen. Naja, noch ist er hell. Ah ja, hier steht schon das erste Auto. Die Autos durchsuche ich jetzt nicht. Aber die Werkstatt, die durchsuchen wir. Gucken, was wir so finden. Von der Werkstatt aus. Also ich glaube, dahinter geht es auch noch weiter. Das nehmen wir aber nicht mit. Wir kommen bestimmt irgendwann mal zurück. Sollte ich das soweit überleben. Weiß man ja nicht, ne? Kleiner Fehler. Juhu, ich kann schlafen. Karte Hydro Energy. Holz könnten wir gebrauchen, um Kohle zu bekommen. Wir können mal hier Paletten auseinandernehmen. Weiß nicht, ob das schon reicht. Muss ich gleich mal gucken. Oh, das ist schon gemein, ne? Das ist... Nein, warum? Das ist schon ein bisschen schwieriger geworden, ne? Also, was heißt schwieriger? Aber naja, so eine 3% Dose, die bringt dir jetzt ja nicht sonderlich viel. Also, man kann das natürlich riskieren. Aber da ist ja eine Lebensmittelvergiftung vorprogrammiert, oder nicht? Das auf einen leichten Modus. Was kriege ich denn auf einen schweren? Ist dann alles vergammelt? Weiß ich nicht. Oder hat das nichts mit dem Schwierigkeitsgrad zu tun? Das haben die auf jeden Fall verändert, würde ich behaupten. Ich kann mich nicht entsinnen, dass das früher so auffällig viel war. Nee. Nehmen.
Ups. Schönen guten Tag. Ja, solche Sachen brauche ich eigentlich nicht. Also überwiegend suche ich Nahrung. I think I can use this. Auch nicht schlecht, aber da habe ich jetzt, glaube ich, auch noch einige von. Können wir vielleicht gleich machen, weiß ich aber noch nicht. Die Kisten auseinandernehmen, meine ich. Dann nehmen wir mit, falls ich meine Schuhe reparieren muss. Danke. Das ist doch mal anständig. Das hat das Spiel gehört, dass ich gemeckert habe. Okay. Da ist die Feuertonne, die nutzen wir gleich. Ach so, nee. Ah, okay, damit kann man Kugeln herstellen. Brauchen wir jetzt nicht. Ich glaube, sowas hatte ich noch nie gefunden bis jetzt, ne? Fleischrott. Wüsste ich gerade nicht. Okay, das lasse ich hier. Huh, what have we here? Oh. Oh je, dann muss ich jetzt aber auch aufpassen. Die kannst du mir eben nehmen und dann machen wir Feuer. Dann machen wir ruhig mal einen Brandbeschleuniger. Kann nicht schaden. Genau. Und dann nochmal rein. Oh, ich habe noch Fleisch, ne? Fällt mir gerade ein. Hier. So, jetzt schmecken. Na, krieg ich das hin? Naja. Das lassen wir jetzt einfach mal so kochen. Nehmen wir mal mit, ich weiß nicht, wie viel ich habe. Wo? Ach, das ist schon ein bisschen unheimlich, ne? Bisschen aufpassen. Hope nobody needs this anymore. Ja, ist okay. Nein. Wie viel?
finden so viele Bücher, das ist total krass. Ich weiß gar nicht, wann ich die alle lesen soll. Ja, das Feuer kann brennen. Schmiede brauche ich nicht, aber ich nehme die Kohle mal mit. Aus dem Horrorfilm, ey. Voll schlimm. Hope nobody needs this anymore. Ja. Da brauche ich alles nicht. Die Maske hat jetzt so gut zur Szene gepasst. This will come in handy. Ich glaube vorne, ne? Müssen wir gleich mal gucken. Dann, nee, da. Vielleicht können wir da eine Nachricht abfangen. Weiß ich jetzt gerade nicht. Yay, cool. Sollen wir eben warten? Das ist nämlich immer ein bisschen anstrengend. So, Herr Dennis, die kennen wir glaube ich auch schon. Die Erschütterungen werden immer schlimmer. Gibt es Neues von oben, ob wir weiterhin den kürzeren Weg zur Küstenstraße nehmen müssen? Selbst mit einem stabilen Gerüst ist diese Fahrt schon nervenaufreibend und unsere Ausrüstung liegt da drüben bereits offen herum, wo die Öko-Hippies, die dieses Jahr immer noch in den Wäldern herumstreuen, darauf zugreifen können. Ich weiß, dass das mehr Benzin und eine längere Fahrt bedeutet, aber wenn wir den langen Weg... Okay. Den langen Weg nehmen wäre mir und den Jungs deutlich wohler. Aha. Dachte, das sollten sie wissen, Jeremy. So viel dazu. Cool. Das Flacker ist ein bisschen anstrengend. Ehrlich gesagt, gerade so beim Lesen. Also, ja, für mich zumindest. Bestimmt auch Leute, die stört das nicht. Ist ja auch okay, ist ja alles gut. I'll take it. Wie viele Dosen ich jetzt hier finde. Das ist gut. Die brauchen wir auf jeden Fall. Da ist ein... Nein, ist nicht. Ich kann ihn jetzt leider nicht erkennen. Ich glaube, da ist keine Dose drin. Ich könnte noch Licht anmachen, aber ich bin gerade zu faul. Also das Licht rauszuholen. Ist auch nicht schlimm, wir haben jetzt nicht Dosen. Ja, okay. Warte mal, ich will mal eben hier die Kohle reinmachen. So. Dann gehen wir jetzt schlafen. Also Nacht ist auch schon um.
Ja, ja. Oh, hier ist noch was drin. Ne? Oh. Danke. So. Das reicht, glaube ich, nicht. Ich bin gerade am Schlaf gekommen, aber ich habe gerade gesehen. So, warte mal, trink hier erstmal. Haben wir genug Dosen. Das ist immer voll gut, weil die machen auch gleichzeitig ein bisschen, also die sättigen halt ein wenig, durch die Kohlensäure wahrscheinlich. So ist es vermutlich gedacht. Finde ich supi. Okay, wunderbar. Dann es stürmt draußen. Ich kann gleich mal gucken, aber ich glaube, es ist so. Ich bin auch gerade im Überlegen, ob ich vielleicht die Bücher noch lese. Oder zumindest das eine oder andere. Ich schleppe ja immer mehr mit mir rum. Stürmen. Ach so. Naja. Ja, okay. Aber ich gehe trotzdem hier erstmal wieder rein. Und dann werde ich den Part auf jeden Fall schon mal beenden. Ja, und im nächsten Part möchte ich eigentlich ganz gerne. Na, ich weiß nicht, ob ich es im nächsten schon schaffe. Mein Ziel. Oh, ja, guck mal. Mein Ziel erreichen. Müssen wir mal gucken. Ich habe die Strecke jetzt nicht mehr ganz im Kopf. Okay, alles klar. Ich danke fürs Zusehen. Tschüss.